Nun habe ich die große Freude und Ehre, den wahrscheinlich einzigen gerichtlich anerkannten Journalisten der Schweiz ans Rednerpult zu bitten. Sein Claim ist es, der Pitbull gegen Bullshit zu sein. Er ist sowohl manchmal Engelszunge, manchmal auch Bengelszunge. Daniel Stricker. Dani. Sie werden von den Brücken hängen. Ah, nein, Entschuldigung, das ist mein neuer Song. Kommt ein anderes Mal. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der Gründungsparty vom Violetten Reich. Und dazu möchte ich betonen, wie schön das ist, all die bekannten Gesichter zu sehen, wie traurig dass es ist, so wenig unbekannte Gesichter zu sehen. Ich denke, in unserer Bewegung haben wir ein Problem, und zwar leiden wir nicht nur am Great Reset, sondern auch am Great Forget. Der grossen Vergesslichkeit. Die Bewegung hat offenbar vergessen, dass das Corona-Regime alte Leute einsam sterben lassen, dass sie Kinder in eine unsägliche Panik versetzt haben und bei ihnen für ewig zum Teil werden Spuren hinterlassen haben. Sie haben uns alle hinter Masken gezwängt und uns alle wollen zwingen, dass wir uns die Giftgülle reinjassen. Und es sind Asoziale gewesen, die uns wollen zu bringen, selber auch maximal asozial zu sein und haben das uns verkaufen als Social Distancing. Sie haben im Namen von der Gesundheit Menschen krank gemacht. Sie sind im Namen von der Eigenverantwortung totalitäre Tyrannen gewesen. Sie haben im Namen von der Wahrheit gelogen. Und sie haben immer und immer wieder gelogen und sie lügen und lügen immer weiter. Und sie haben uns das Recht weggenommen, uns zu versammeln. Und wenn wir uns versammeln können, dann unter grösster Auflage, unter Drohung von Gewalt durch irgendwelche linksextreme Kreise, totalitäre Kreise, hat immer viel mit links zu tun, und mit der Androhung, dass man einen falschen Satz sagt, dass das Strafrecht verfolgt wird. Ich habe nachgelesen, es ist verboten, fremde Nationen schlecht zu machen. Aber auf die Schweiz schiessen, im heutigen Zustand, das ist legal und das machen wir jetzt. Sie haben Zehntausende, vielleicht sogar noch mehr, Menschen illegal gebüßt und bestraft. Und jede einzelne von den Bussen sind illegal gewesen und darum selber eine Straftat. Und die sind begangen worden von Juristen, also von Menschen, die genau gewusst haben, dass es illegal ist. Und die Leute sitzen immer noch auf ihren Sesseln, sind zum Teil befördert worden und kein einziger entlassen. Und sie haben auch gewusst, dass sie das leisten können, weil sich die meisten Menschen in der Schweiz das Recht auf Gerechtigkeit nicht leisten können. Weil wer es versucht hat und wie durch ein kleines Wunder mal gewonnen hat, hat meistens müssen feststellen, dass es in der Schweiz vor Gericht teurer ist zu gewinnen, als einfach eine illegale Busse zu zahlen. So läuft es nämlich, wenn man seine eigene Arbeit am Schluss nicht entschädigt bekommt, aber der Staat seine Vasallen kann einsetzen mit unseren Steuergeldern. Aber der Staat hat sich nicht nur illegal an uns bereichert, er hat uns auch zusätzlich illegal verarmen lassen, indem er uns das Verfassungsrecht auf freies Wirtschaften illegal entzogen hat. Der Staat hat Menschen mit Zivilcourage einfach nur verlacht, er hat sie ausgrenzt, als Unmenschen brandmarkt und über ihre massenmediale Vasallen ins ganze Land rausposaunt, dass es uns Unmenschen egal sei, wenn alte Menschen sterben, während sie selber alte Menschen haben verrecken lassen. Sie haben mit den gekauften Journalisten von den Konzernen und Staatsmedien gemeinsame Sache gemacht. Bernerei hat offiziell zig Milliarden verlochet und verballert. In Wahrheit hat das die Schweizer Bevölkerung alles eingerechnet, die Inflation und den ganzen Bullshit hunderte Milliarden gekostet. Und weil wir damit, wie die Leute damit durchgekommen sind, ist eins klar, sie werden es wieder machen. Und sie werden es wieder und wieder machen, wenn wir die Unterdrücker nicht stoppen. Ich weiss, ich habe vorhin ein bisschen Unrecht da, weil ich gesagt habe, dass die Bewegung all die Scheußlichkeiten vergessen hat. Wir alle, die da sind, haben es nicht vergessen.
Aber es gibt offenbar Leute in der Bewegung, die es vergessen haben. So schwören sie heute auch da. Statt dort, wo wir auch alle viel lieber wären. An dem schönen Tag, auf einem Balkon, in einem Garten, an der anderen, am See oder zuhause. Sie stellen uns also nicht nur das Geld, sie stellen uns auch noch Lebenszeit, damit wir die Schweiz retten können. Und hätten die Leute nicht vergessen, was passiert ist, würde kein einziger Mensch von uns den Feind in der eigenen Reihe suchen. Dann würden sie nicht meinen, dass wir uns den Luxus leisten können, intern Fronten zu bilden. Sie würden nicht Menschen und Vereine in der Bewegung als gefährlich brandmarken und so das gleiche Spiel treiben wie Politiker und Massenmedien, wo wir für genau das verurteilen. Und jetzt habe ich eine ganz einfache Wahrheit für euch. Unsere Bewegung ist niemand gefährlich. Rein gar niemand unserer Bewegung ist gefährlich. Allein schon darum, weil wir leider nicht in der Lage sind, zum gefährlich zu sein. Das Gegenteil ist der Fall. Das Schweizer Volk muss Angst haben vor dem Treiben von diesen Hygienenazis zu den Kriegstreibern und Lügenbaronen. Und wenn das Volk der Mächtigen muss Angst haben, dann leben wir in einer Tyrannei. Im Fall der Schweiz in einer Psychotyrannei, wo jeder kaputt gemacht wird, der die Verfassung will verteidigen. Erst wenn die Mächtigen wieder Angst haben vor dem Volk, dann leben wir wieder in einer echten Demokratie. Darum müssen wir die Mächtigen das Fürchten lehren. Und so eine echte demokratische Ordnung wiederherstellen. Und das gelingt uns erst, wenn wir ein für alle Mal aufhören, uns mit uns selber zu beschäftigen. Denn unser Feind ist nicht im Inneren. Unser Feind hockt dort hinten, da, im Bundeshaus. In den Kantonsregierungen und in den Lügenredaktionen der Lügenmedien. Niemand aus dieser Bewegung hat uns gezwungen, in Lockdown zu gehen, unsere Geschäfte zuzumachen, unsere Kinder aus der Schule zu drängen und hinter die Masken zu zwängen. Niemand aus unserer Bewegung hat die ganze Bevölkerung gespalten. Paar und Familie und Freundschaften verrissen. Nein, das sind Politiker gewesen und die sogenannten Journalisten, die uns alle verraten und verkauft haben. Es sind die gewesen, die uns alle Jahr wieder von diesen Wahlplakaten dreckig auf uns abgrinsen. Und die gekauften Journalisten, die gehören auch dazu, die Verfassungsverräter mit Lobeshymnen besungen haben. Dass wir nicht falsch verstehen, wenn wir nicht alle lieben. Und ich habe selber ein paar Leute in der Bewegung, die richtige Arschlöcher finden. Aber das ist nicht wichtig. Das ist nicht wichtig. So etwas kann man unter Männern oder unter Menschen erklären, für das wir nicht immer an die Öffentlichkeit gehen. Es ist nicht newsworthy, zu sagen, dass man nicht an eine Demo geht. Macht einfach eine andere Demo, macht eine bessere Demo und ich werde dort hinkommen. Wir müssen Grösse haben, uns in der Zacht stellen und Grösse haben, einfach mal still sein. Und ich gebe zu, das fällt mir selber persönlich besonders schwer. Ganz egal, wie sehr dass man ihn liebt oder hasst, niemand von uns ist wegen dem Veranstalter da. Aber wir sind am Veranstalter dankbar, dass wir alle heute auf dem Bundesplatz stehen können. Und wir sind alle nicht nur wegen uns selber da, wir sind nicht einmal nur für unsere Familie da. Wir sind auch nicht nur dafür da, dass unser Land von den eklatanten, nonstop produzierten, grusigen Lügen befreit wird. Wir sind heute auch nicht nur da, um den Hygienefaschismus und den Medizinalrassismus von der Elite und der Lakaien von der WHO ein für alle Mal niederzuringen. Nein, wir sind auch darum da, damit wir unseren Nachkommen können, das Land übergeben können, wo es sich drin lohnt zum Leben. Ich will ein Land hinterlassen, wo jeder Mensch weiterhin die Möglichkeit hat, seine Meinung zu sagen, nach Glück zu streben, Sinn zu finden und Sinn zu stiften. Und ich glaube, für das sind wir alle da.
Und darum unterstützen wir unsere Bewegung, darum kämpfen wir, bis wir die Hydra, das vielköpfige Ungeheuer vom Internationalsozialismus, endgültig besiegt haben. Und wie können wir jetzt also in Angesicht, sagen wir mal, von den Herausforderungen, die vor uns liegen, Mut fassen und immer, immer weiter zu machen? Und in der Geschichte gibt es alle für ein paar schöne Beispiele von Einzelpersonen, wo der Widerstand die Welt verändert hat. Da war Sophie Scholl, eine junge Frau aus Deutschland, die mit der Widerstandsgruppe Weisse Rose Widerstand geleistet hat gegen das Naziregime, mit dem sie Flugblätter verteilt und den Aufstand gegen Unterdrückung und Ungerechtigkeit gemacht hat. Und ihre unerschütterliche Mut hat ihr das Leben gekostet. Wenn die Massenmedien jetzt meinen, ich denke, etwas gleichsetzen, ihr Erbsenhirn, das ist ein Vergleich und ein Vergleich ist eine Gleichsetzung. Aber die Anfänge sehen verdammt ähnlich aus. Ja. Nelson Mandela war 27 Jahre im Gefängnis, bis die Ketten von der Apartheid aufgebrochen werden konnten. Und er hat das Land auf dem Weg in die Heilung und Versöhnung geführt. Und genau die Leute waren es, die uns gelehrt haben, dass unsere Überzeugungen und unseren persönlichen Einsatz Kraft haben, Ungerechtigkeiten zu beseitigen und die Freiheit wiederherzustellen. Und diese Geschichte sind nicht einfach nur historische Fußnoten, sie sind Funken von der Inspiration, die uns lehren, dass Widerstand nicht nur möglich, sondern notwendig ist. Sie zeigen auch, dass wahre Veränderung oft mit dem Mut vom Einzelnen anfängt, der bereit ist, gegen den Strom zu schwimmen. Und wir sind schon längstens nicht mehr allein. Wir schwimmen zu Hunderttausenden gegen den Strom. Und so sollten wir darum dafür sorgen, dass der Funke jedem von uns am Brennen bleibt und in vielen weiteren Menschen entfacht wird. Damit bald noch viel mehr Menschen mit uns zusammen für eine Welt kämpfen, wo Gerechtigkeit und Freiheit nicht nur ideal sind, sondern eine Realität für alle. Bleibt tapfer, dann werden wir frei. Ciao.